Hallo liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans. Ich bin heute zum ersten Mal im Jahr 2019 im Europapark, allerdings auch das letzte Mal in der Saison 2018 und 2019. Bei leichtem Regenwetter, bei mir zu Hause war das Wetter noch gut. Ich bin trotzdem gespannt, was der letzte Besuch jetzt hier in der Saison noch bringt. Und jetzt kommt einfach mal mit. Ja, und ich werde mich, solange es regnet, ich hoffe, dass es später noch besser wird, jetzt erstmal zur Eurostat begeben oder zu Madame Freudereich. Ich denke, dass das die Attraktionen sind, zumindest Eurostat, wo momentan am meisten los ist, weil der Parkplatz war wirklich nicht voll und das ist echt üblich für einen Saisonschluss im Europapark. Also normalerweise sind ja die letzten Saisontage, auch wenn gutes Wetter ist, nicht allzu voll. Heute regnet es noch zusätzlich. Ich denke, man kann einige Sachen noch fahren. Jetzt legt es mich fast auf die Fresse hier noch. Das brauchen wir jetzt nicht am letzten Saisontag. Gerade nur irgendwas um die 2-3 Minuten Wartezeit sind, fahren wir doch direkt nochmal mit der Eurostat. Bitte entschuldigen Sie die kurze Verzögerung. Um Ihre Wartezeit zu verkürzen, werden wir nun die Kapazität erhöhen und weitere Fahrzeuge einsetzen. Vielen Dank. Ja, die zwei Runden auf Eurostat habe jetzt rein fürs Wetter gar nichts gebracht. Es nieselt immer noch, es regnet zwar nicht stark, aber es ist irgendwie echt ein bisschen eklig, dieser Nieselregen. Ich gucke jetzt mal, wo es noch irgendwelche Fahrgeschäfte drin gibt. An solche Tage merkt man leider, wie sehr Piraten in Batavia im Europapark fehlt. Da fällt mir gerade ein, es gibt eine Attraktion im Europapark, die auch Indoor ist und die ich, glaube noch nie in irgendwelche Videoblogs gefahren bin. Und zwar gehe ich jetzt mal hier in die Arena of Football in den Football-Scooter. Mal gucken, ob ein paar Mitfahrer da sind. Ja, und es sieht so aus, als ob der Regen dieser Silverstone-Piste ganz schön zum Schaffen macht. Wie ihr gerade gesehen habt, an der kleinen Steigung haben die Autos mit zwei Personen drin deutlich zu kämpfen gehabt, sodass sie den Mitarbeiter jetzt gerade anschieben musste. War ziemlich amüsant mal anzugucken. Ja, und der Blick auf die Wartezeit zeigt, es ist einfach nichts los. Wo dann eine Minute, da gehen wir jetzt mal hin. Und es regnet. Hui. Let's go. Whew.
Puh. Nach einer sehr kalten Runde auf Wodan, obwohl es halt gar nicht so kalt ist, es hat 4 Grad, aber der Regen und die Geschwindigkeit in der ersten Reihe meint man echt, man kriegt Eiszapfer am Bad. Auf jeden Fall fahre ich jetzt mit dem Monorail, die wesentlich entspannter und ruhiger ist, und schau mal, wo es als nächstes hingeht. Auf Bluefire habe ich momentan ehrlich gesagt gar keine Lust. Nachdem sich heute mal die Gelegenheit ergeben hätte, bei geringer Wartezeit diese Traktorbahn zu fahren und anschließend diesen tollen Traktorführerschein hier zu machen, muss ich mit Erschrecken feststellen, dass ich mich erst im Juniorclub anmelden muss und so einen Juniorclub-Ausweis machen muss. Und wisst ihr was? Das mache ich jetzt mal. Ich gehe jetzt einfach mal in den Shop, wo es da steht. Ich bin zwar 23, aber ohne meinen Europapark Juniorclub-Ausweis kann ich einfach nicht entspannt den Europapark genießen. Schauen wir mal, ob es klappt. Hallo. Und zwar hätte ich eine Frage. Ja. Ich möchte gerne diesen Traktorführerschein machen. Ja. Und dazu brauche ich so einen Juniorclub-Ausweis. Da würde ich mich jetzt sehr gerne anmelden. Brauche ich den Namen vom Kind, bitte? Vom Kind? Ja. Für mich? Also ich würde ihn gerne machen. Dann schreibe ich meinen Namen drauf. Genau. Alles klar. Sie müssen dann einmal ins Internet gehen. Mhm. Und müssen dann die Karte mit ihrem Namen verbinden. Also quasi, ja. Also Passwort eingeben und alles. Und wenn Sie dann das nächste Mal einen Führerschein machen, dann ist der Name. Das geht heute aber schon. Doch, das geht gleich. Ah, alles klar. Sie gleich, gell? Ja. Ja, das war jetzt recht einfach. Jetzt habe ich endlich auch mal einen Juniorclub-Ausweis und kann zusammen mit Benny Weber und der Euromaus gemeinsam Sterne sammeln. Aber mir geht es jetzt erstmal darum, den coolen Traktorführerschein zu machen. So, dann mache ich jetzt meinen Traktorführerschein. Hoppla, kann man da Gas geben, oder? Also, es ist sehr schwer, Traktor zu fahren. Ach so, da kommt das Gasgeräusch, oder? So, dann probieren wir das mal aus. Ja. Ah, Scanner. Lese, Herr Fischer, lese. Das blicke wahrscheinlich die ganze Kinder besser als ich. Aha. So, Name. Vorname Jürgen. Name Mustermann. Trigger? Ah, hier ist die Kamera. Extra für Kinder. Retake. Und nochmal. Lachen. So. Wunderschön. Continue. So, und jetzt? Jawohl! Mein eigener Traktorführerschein. Yeah! Ja, mittlerweile ist noch Europapark Insider dazugestoßen und wir fahren jetzt eine Runde bei Nieselregen auf dem Silberstar. Und los die Luzi! Oh mein Gott. Man merkt das Ding gar nicht irgendwie. Ja. Ja, nach einer ziemlich flotten Fahrt auf dem Silberstar, das liegt übrigens daran, dass in der Wintersaison ein Zug in der ersten 3-4 Reihe härtere Rolle drauf hat. Und das merkt man zum einen daran, dass der Zug extrem laut ist, also wenn er über die Strecke brettert, macht er jetzt viel mehr Krach. Und zum anderen, man fühlt auch richtig, dass der Zug mehr Speed aufnimmt. Also solche Rolle im Sommer fände ich echt mal cool. Vielleicht hat man dann auf Silverstar tatsächlich mal richtig krasse Ejector Airtime am Ende. Und für uns geht es jetzt weiter aufs, wo gehen wir denn hin? Aufs Rieserad, alles klar. Dann fahren wir jetzt mit dem Rieserad. Cool.
dokumentieren. Wie gefällt dir der aktuelle Stand der Baustelle? Unglaublich gut. Wonderful. Wunderschön aus. Und als nächstes sind wir wieder im vorderen Parkteil und jetzt geht's weiter mit Matterhornblitz, der Schweizer Achterbahn. Dann schauen wir mal, in welche Reihe wir uns reinsetzen, oder Brian? Was soll man hier? In die gehen wir mal in die letzte Reihe. Mittlerweile ist es dunkel geworden im Europapark und für Europapark Insider und mich ist jetzt an der Zeit, die letzte Fahrt in der Saison 2018-2019 zu bestreiten. Und die ist auf keiner geringeren Bahn als auf der erstmalig eröffneten Wasserachterbahn Poseidon in diesem Winter. Ich möchte mich jetzt einfach noch bei allen bedanken, die diese Saison zu dem gemacht haben, was sie war, mit viel Höhe und Tiefe. Jetzt geht's auf den Tag genau 3 Monate für mich nicht mehr in Europapark. Ich hoffe euch trotzdem in der Offseason mit ein paar Videos versorgen zu können. Und wir lassen uns jetzt nochmal schön durchschütteln und nass machen auf Poseidon. Und von mir war's das jetzt. Bis dahin, bleibt dran. Schöne Offseason. Ciao. Die letzte Fahrt der Saison 2018 startet genau jetzt. Scheiße. Nass werde man nur einmal. Ja, Silas. Alter. War eine gute Idee, gell? Das lohnt sich richtig. Scheiße. Scheiße! Oh Mann! Ja. So. Ich bin klatschnass, Mann. So ein Mist. Auf jeden Fall eine gute Idee. GoPro, stopp! Stop. GoPro, stopp! GoPro! GoPro, stopp! Egal, GoPro, stopp! Aufnahme beenden!